Herzlich willkommen zum Human Design Online Summit. Ich begrüße euch zu diesem Kongress, wo wir tauchen ein in die Welten des Human Design. Und um da so einen Einstieg zu finden, habe ich mir den Thalis eingeladen. Hallo, lieber Thalis. Hallo, schön hier zu sein. Ich freue mich ganz arg, dass du dabei bist. Und ja, wir zwei geben jetzt so ein bisschen eine kleine Einführung. Was ist Human Design? Wobei kannst du mir helfen? Da tauchen wir gleich ein bisschen tiefer ein. Aber zu Beginn stell dich doch gerne mal kurz vor, wer du bist, was du machst mit deinem Human Design. Ich würde sagen, Human Design kam im richtigen Moment zu mir und nämlich in dem Moment, wo ich die meisten Dinge eigentlich schon über mich herausgefunden hatte, über meinen doch sehr extrem radikalen Weg, nämlich fast schon außerhalb der normalen Gesellschaft mich zu bewegen als Nomade, als Künstler, ohne festen Wohnsitz und all diese Sicherheiten, die man eben so im normalen Leben hat. Und dieses Human Design System kam über eine Einladung zu mir, lustigerweise. Ich bin ja selbst in dieser wunderbaren Projektormechanik, in einer Mentalprojektormechanik. Und ja, es hat mir einfach dann nochmal so diese Erlaubnis gegeben am Anfang. Und daher hat es einfach sehr gut gepasst. Und jetzt mache ich das eben weiter, was ich davor auch schon irgendwo gemacht habe, nämlich mit Menschen kommunizieren, Menschen in ihren Verstrickungen irgendwie helfen, durch inspirierende Worte oder einfach durch so eine Koordination, dass sie die Dinge vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen können. Ja, sehr, sehr schön. Es gibt schon mal so ein bisschen die Richtung, ne, was auch einfach Human Design bieten kann. Ich finde es auch sehr spannend, dass du sagst, dass es tatsächlich durch eine Einladung zu dir kam. Zu dem Moment wusstest du ja natürlich noch nicht, dass du als Projektor einfach auf die Einladung warten darfst. Hat sich das dann aber für dich gleich so richtig angefühlt oder hast du das schon davor auch immer so ein bisschen gehandhabt? Ich habe mich schon immer am wohlsten gefühlt, wenn eine Einladung da war, weil das gab mir immer so ein Empfinden von, okay, da bin ich willkommen. Ja, mit meiner Full-Head-Definition da oben und was auch immer. Damit habe ich mich am wohlsten gefühlt. Natürlich hat man davor auch dieses typische Initiative, ja, sich einmischen hier und da. Aber da habe ich einfach immer gemerkt, so, ah, das ist irgendwie anstrengend. Und warum muss das denn so sein? Und ich war immer der Überzeugung, dass das Leben nicht aus Leid und sowas bestehen muss. Ja, und das war natürlich dann schon echt lustig, dann in diesem Reading, was ich bekommen habe, von einem Reflektor übrigens. Ich habe mich teilweise echt kaputt gelacht, weil wie kann der das wissen? Ja. Ich glaube, du beschreibst gerade schon ziemlich gut, wie sich vermutlich jeder fühlt, oder ich sage mal jetzt fast jede, wenn man eben so ein Human Design Reading dann bekommt, dass man einfach denkt, woher kann derjenige das wissen? Der beschreibt gerade mich oder mein Leben, meine Eigenschaften. Und wir kennen uns gar nicht. Also so ging es mir auch und ich kenne ganz viele, bei denen es tatsächlich auch so ging. Und alleine das finde ich so spannend. Ich habe auch quasi, um das mal von der anderen Seite noch zu zeigen, auch wo ich Readings gegeben habe, ging es mir dann genauso. Da waren auch Personen, die habe ich vorher nicht gekannt. Und dann denkt man sich natürlich auch, jetzt erzähle ich denen da was oder gebe ihnen so Leitlinien und ich kenne die gar nicht. Aber in dem Moment, wo man es bestätigt bekommt, ist es einfach super spannend, dass man sagt, okay, wow, das funktioniert ja echt, was da hinter dem Human Design steckt. Ja, allein das, genau, finde ich ganz wertvoll, das direkt jetzt schon mal mitzugeben. Aber bevor wir da jetzt weiter ausschweifen, was ist denn Human Design überhaupt? Magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, wie man das überhaupt kurz und knapp mal ausdrücken kann. Und die Schlussfolgerung ist, man kann das nicht mal kurz erklären, was das ist. Aber es ist mehr als das, was man aus den normalen spirituellen, esoterischen Kreisen als Wissen für Persönlichkeitsentwicklung kennt. Es ist auf jeden Fall mehr, denn es ist das Alleinstellungsmerkmal im Human Design System, was ich für mich erkenne, ist, dass es vor allem um das Körperliche geht, also um das Weibliche, das Empfängliche und nicht immer nur um das männliche Prinzip von Denken, von Handeln, von Wünschen aus dem Kopf, Visionieren und sowas, sondern es geht eben um was ganz, ganz anderes, auf zumindest im Großteil. Es gibt auch die andere Seite.
Also ich würde sagen, es ist ein wunderbar holistischer Ansatz, den jeder für sich natürlich selbst verifizieren, validieren muss. Aber es ist wie so ein Werk an Prinzipien des Kosmos, die im Endeffekt jeder verstehen kann, wenn man sich damit beschäftigt, aber nicht zwingend verstehen muss. Es langt, das ist das Schöne, es gibt nämlich darin so eine Verallgemeinerung immer wieder, die einen so an die Hand nehmen und sagt, hey, du musst das nicht alles lernen und verstehen und studieren. Du kannst doch einfach du sein, absolut du selbst sein, ohne all das Wissen. Denn Wissen macht dich schlussendlich eigentlich nur blöder, weil du viel mehr nachdenkst und gar nicht mehr in den Körper kommst. Ja, genau. Das würde ich auch so bestätigen. Also was für mich so den Kern ausmacht, neben natürlich den einzelnen Elementen, wo wir auch noch mal kurz später vielleicht drauf eingehen, aber wirklich so zurück zum Körpergefühl zu kommen, zu dieser Verbindung zu sich selber wahrzunehmen, was möchte ich denn eigentlich, was fühlt sich gut an, also je nachdem, was eben auch für eine Autorität dann mitspielt, nochmal unterstützend, aber einfach weg aus diesem Aktiven und Verstand und ja, das so auch das, was für mich einfach ist und einfach ein Tool, aus dem man sich wirklich tolle Sachen rauspicken kann, die einen eben dabei unterstützen, so sich ein bisschen selber einfach zu auch entwickeln und entfalten letztendlich. Ne? Absolut. Ja. Kannst du was dazu sagen, so ein paar Worte einfach nur, wie Human Design entstanden ist und aus welchen Systemen oder welche Systeme da so zusammenfließen? Also gut, das Ganze ist natürlich, es hat einen sehr mystischen Hintergrund und da darf sich natürlich jeder selber sein Bild machen, inwieweit man das jetzt dann auch annehmen mag. Dieser mystische Hintergrund, der bezieht sich darauf, dass ein Mann namens Robert Alan Krakauer, ein Kanadier, der irgendwann die Schnauze voll hatte vom System, der ist auf einer Insel, nämlich nach Ibiza und hat da gelebt, teilweise ein Jahr lang in einem Baum, also komplett Freak. Und nach einer gewissen Zeit, irgendwann nach 3 Jahren oder so, wie er auf der Insel war, nämlich 1987 im Januar, welchen Tag weiß ich nicht mehr ganz genau, hatte er sozusagen eine Begegnung mit einem, man würde sagen, einer Stimme. Im genauen Detail war es ein Designkristall. Was das ist, erfährt man bestimmt hier in diesem ganzen wunderschönen Summit. Und dieser Designkristall hat ihn sozusagen all die Informationen über die Form dieses Universums gegeben. Ob das jetzt ein Insekt ist, ein Mensch, ein Planet, es ist egal, alles unterliegt einem Formprinzip. Und das war eben diese nicht unbedingt angenehme, es ist schon auch ziemlich brutal gewesen, wie er das schildert. Also nicht so diese typische, oh, so eine Marienerscheinung und alles war schön und hell. Nee, es war genau das Gegenteil. Es war ziemlich körperlich und ziemlich intensiv und ja, so entstand das. Und natürlich dieser Mann, das ist das Witzige dabei, war überhaupt null interessiert an irgendwelchen spirituellen oder phänomenalen Dingen, überhaupt gar nicht. Ja, es war ein ganz nüchterner Typ, der wollte eigentlich nur seine Ruhe und plötzlich wird er konfrontiert mit sowas, was er auch noch in die Welt bringen soll. Mhm. Ja, so mit den letzten Worten dieser The Voice, der Stimme, wie er es nannte, Are you ready to work? Bist du bereit, jetzt was zu tun? Und natürlich gab es da keine Entscheidung, dass er da sagen konnte, nein. Ne? Mhm. Und dann hat es Jahre gedauert, bis er es erstmal selber für sich verifizieren konnte, weil sehr großer, wie sagt man, ein Zweifler, würde ich jetzt nicht sagen, aber so jemand, der nicht einfach irgendwas hinnimmt, sondern schon auch wirklich investigativ daran geht. Und dann hat es angefangen, dass immer mehr Menschen ihm begegnet sind und dann irgendwie ihm helfen wollten, dieses System oder wie man es auch immer nennen mag, es ist vielleicht nicht das richtige Wort, System, aber dieses Wissen einfach zu verbreiten in der Welt. Und das hat er dann eben 25 oder länger als 25 Jahre gemacht, bis er dann eben schlussendlich gestorben ist. Mhm. Und bis zum letzten Tag hat er da sich dem verschrieben, dieses Wissen, in den Alltag zu übersetzen, weil das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Mhm. Ja, genau. Und ich finde, es ist ihm aber sehr gut gelungen, dass man da wirklich so viele Aspekte, es kommen ja auch ganz viele alten Lehren rein, das I Ching, Kabbalah, Chakrenlehre, es sind also ganz viele Sachen, Astrologie, aber auch die Genetik teils, das
diese ganzen, wo ja an sich alle schon mega komplex sind, die einzelnen Elemente, das zusammenzubringen, dass man das so einfach ein Leitfaden ein bisschen hat, um da durchzukommen. So, ne? Ich würde sagen, das kann man sich nicht ausdenken. Ja. Also ich kenne wirklich große Genies, ich kenne ganz viele Menschen, ich kenne auch Genies, aber das, was Human Design da darstellt, in ganz simpler Art und Weise, diese Synthese aus all diesen alten, ursprünglichen, wertvollen Systemen, die wir davor hatten und auch teilweise hier und da noch nutzen, daraus eine Synthese zu ziehen, die auch noch Sinn macht und direkt anwendbar, also das ist schon, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein Mensch alleine irgendwie sich ausgedacht hat. Das, ja, vielleicht bin ich dazu begrenzt, aber für mich ist es nicht möglich, mir das auszudenken. Ja, also ich, ja, wie war bei mir der Einstieg? Ich habe da natürlich auch noch ein bisschen nachgelesen, wie kam das System zustande und so. Und dann geht man natürlich schon wieder mit dem Kopf ran, wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Woher weißt du das? Wie passt das alles zusammen? Aber meine Erfahrung war wirklich, Kopf ausschalten und mal einfach mal ausprobieren. Wirklich einfach mal probieren. Ja. Darauf einlassen. Und dann kann man immer noch entscheiden und man sagt, okay, nee, das ist irgendwie jetzt nichts für mich. Oder man findet sich darin und kann sich darin erkennen und dann einfach auch tiefer einsteigen. Und tiefer, tiefer, tiefer. Also das geht ja wirklich wahnsinnig tief. Vielleicht auch für diejenigen, die sagen, ja, aber ich erkenne mich nicht darin. Auch für diejenigen ist es wertvoll, denn das ist ja das Schöne. Was macht Human Design aus? Haben wir ganz am Anfang gesagt, es gibt hier zwei Dinge. Es gibt nicht nur dieses eine typische persönlichkeitsentwickelnde, mentale, was man so aus NLP und all diesen Dingen kennt, sondern es gibt eben auch dieses ganz tief körperliche, was auf biochemischen und auch energetischen, sowas wie Meridiane, auf diesen Prinzipien besteht. Das heißt, ja, natürlich kann nicht jeder sich mit allem davon identifizieren, denn es beschreibt ja auch Dinge, die dir unbewusst sind. Genau. Und das ist das Fantastische. Wir brauchen eigentlich keine freudschen und jungschen psychotherapeutischen Herangehensweisen mehr, um herauszufinden, was ist denn jemand jetzt unbewusst, sondern wir können das direkt auf dieser Körpergrafik sehen. Aha, das und das ist diesem Menschen unbewusst. Und das ist, also, das ist unglaublich. Ja, genau. Ich denke, jeder, der jetzt auch hier das Einführungsvideo schaut, wird schon mal vielleicht einen Chart für sich errechnet haben lassen im Internet. Und da schon so erste Einblicke vielleicht gesammelt haben. Und das sind ja eben die roten Teile, also meistens rot abgebildet oder bei manchen Software-Rechnern orange, aber das ist so der Farbraum und der bewusste Teil ist schwarz oder blau zum Beispiel. Und da seht ihr ja dann schon, ne, es sind einfach so diese zwei Seiten, das ist auch das, was du gerade einfach gesagt hast. Es gibt auch eine unbewusste Seite mit Dingen, die uns nicht so präsent sind, die eher so die anderen in uns sehen. Aber auch das finde ich einfach sehr spannend, das für sich zu erkunden und da ein bisschen einzusteigen, weil das oftmals auch Themen sind, wenn wir eben die reflektieren, dann kommen wir einfach auch nochmal weiter, so für uns, für unsere Entwicklung, für die ja, Entfaltung, so erlebe ich es. Ich weiß nicht, wie du das so siehst. Ich denke, es gibt verschiedene Wege, die alle zum gleichen Ziel führen. Mhm. Ich bin ein Fan des radikalen Experimentierens damit. Nicht zwingend das Studieren des Ganzen. Also natürlich, wenn man das Ganze anwenden möchte und man auch korrekt dahin kommt, das ist auch ganz wichtig. Es bringt nichts, jetzt einfach aus dem Kopf das zu studieren, weil man denkt, dann könnte und so weiter. Ja, weil dann kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass man hin und wieder mal echt Kopfweh bekommt davon, weil es ist doch sehr viel Information. Okay. Ich denke, dass dieses Experiment an sich vor allem für sakrale Wesen, was die Mehrheit der Menschheit ist, es hat so einen Mehrwert, weil als sakrales Wesen kannst du direkt, bekommst direkt so ein Feedback und merkst, wow, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Mhm. Wenn ich jetzt einfach mal warte, dass dann was auf mich zukommt. Mhm. Wir kennen das aus anderen Lehren auch und wir kennen das auch von diesen Meistern, die wir jetzt auf der Erde haben. Was weiß ich, ob wir jetzt mal Moji nehmen oder so, der ist ja auch ein Generator und der lebt es ja vor. Er sagt, hier, das ist nichts, surrender, ne, hör auf den Körper, der trägt dich durchs Leben, du musst nichts tun dafür. Ja. Und das zu begreifen, braucht Zeit. Mhm. Und da unterstützt es nicht zwingend, wenn man noch mehr studiert. Ja.
Aber das kommt natürlich immer auf deine Einzigartigkeit an. Wir sind alle Ja. einzigartig. Ja. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich habe auch so den Einstieg gemacht über ein Buch, ne? Und mir da so alles reingezogen, aber das habe ich auch gemerkt, okay, da komme ich nicht weiter. Und dann ging tatsächlich der nächste Schritt in Reading und dann habe ich gemerkt, okay, ich will das noch mehr vertiefen. Dann ging es in Ausbildung. Also ja, einfach dieses Erfahren, dieses Leben und das Austauschen, das Experimentieren, das ist das, wie man einfach das Human Design dann so nach und nach integrieren kann. Und das braucht alles Zeit, wirklich. Also Ja. ich weiß nicht, wie lange es bei dir war. Hast du das noch so in Erinnerung, wie lange du gebraucht hast, bis du das Gefühl hattest, so jetzt habe ich mal so die Basics implementiert für mich? Ich denke, das bricht immer wieder zusammen, wenn man dann irgendwo was Neues vom Ra sich anhört, dann merkt man, ach Gott, ich habe das immer so verstanden und das ist ja eigentlich so gemeint. Also es ist ein stetiges Wandeln und Vertiefen, aber ich denke, so die Basics. So nach einem Jahr intensiven Studierens habe ich dann so einen Workflow damit mehr erarbeiten können, dass ich nicht mehr die ganze Zeit nachdenken musste, sondern dass man dann plötzlich auch mit dieser, das ist eine Sprache. Human Design ist wie eine Sprache. Ja, stimmt, kann sein. Ja, wie wenn man eine Fremdsprache lernt. Und dann musste ich nicht mehr so nachdenken, wie ich jetzt Sätze bilde. So. Ich Ja. wusste schon die grundlegenden Prinzipien von der Grammatik. Zwar noch nicht perfekt, aber aha, ich konnte schon mal simple Sätze bilden. Ne? Ja. Das ist ein super Vergleich, sehr greifbar, genau. Aber mir ist jetzt wichtig, dass das auf keinen Fall abschrecken soll. Also es soll jetzt natürlich niemand denken, um Gottes Willen, ich brauche jetzt ein Jahr, bis ich es noch verstanden habe. Also darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass man die Erfahrung sammelt, dass man einfach mal reinschaut, bisschen nach und nach einfach so sein Chart erkundet auch, so die einzelnen Elemente und das einfach dann auch entstehen darf. Und es eigentlich eher in die Richtung geht, dass man sich die Zeit gibt auch und da auch keinen Druck aufbaut und sagt, ich muss das jetzt sofort verstehen, sondern einfach wirklich sich mal drauf einlässt, auch spielerisch und das dann einfach so nach und nach für sich erkundet. Absolut. Genau, und Ich sich wirklich sage, Zeit lässt. Ja. ne, wenn man sich die Zentren zum Beispiel anschaut, kleines Beispiel am Rande, das sind ja 9 Stück. Es gibt 9 Dimensionen des Lebens, die wir alle erfahren, auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn man sich die einfach mal eine Woche lang und dann das nächste nochmal eine Woche und dann das nächste nochmal eine Woche, also 9 Wochen lang sich einfach damit entspannt beschäftigt, dann gibt es schon ein unglaubliches Erkenntnis fürs ganze Leben. Und vor allem, wenn man dann mit Menschen arbeitet, auf welche Art auch Weise, welche, also wie auch immer, das macht es so anders. Und das würde ich mir wünschen, dass wirklich all die Menschen, die schamanisch, therapeutisch, oder einfach nur erzieherisch mit Menschen arbeiten, dass die dieses Grundwissen haben. Ja, genau. Das ist auch das, was ich da ganz stark sehe in Human Design, dass wirklich jeder, also im Endeffekt jeder irgendwann mal, aber wirklich gerade die Personen, die mit Menschen arbeiten, auch, oder auch als Coach, um das vielleicht noch zu ergänzen, oder Mentor oder so, Ja. das für sich einfach mal anschauen, weil das ist so unglaublich wertvoll. Man kann noch viel genauer einfach auf die Menschen eingehen letztendlich. Und das ist nicht so eine Schublade, allein wenn ich mir jetzt mal Marketing überlege, mache X, Y, Z und Technik so und so und dann wirst du erfolgreich, sondern wirklich schaut, okay, es gibt keine Technik, die bei allen gleich funktioniert. Und das ist das, was Human Design einfach aussagt, dass man so seinen eigenen Weg findet. Und das bei Coachings, bei ja, irgendwelchen Lerndingen, bei einfach auch dem Leben, in der Beziehung, in der Partnerschaft, in der Familie. All das ist ja da auch mit einbezogen letztendlich. Ja, es ist ein absolut universelles Werkzeug, was man für alle Bereiche des Lebens anwenden kann. Egal, ob man es jetzt professionell anwenden will oder einfach nur für sich oder nur für die Partnerschaft oder um sein Kind besser zu verstehen. Ja, das muss man schon betonen. Das ist etwas, was, wow, also. Genau, es ist wirklich, wie du schon gesagt hast, universell einsetzbar und führt einfach in allen Bereichen erstmal zu mehr Verständnis für einen selber, zu einem besseren Gefühl und Verbindung zu einem selber und gleichzeitig aber auch zu mehr Toleranz und Akzeptanz und Verständnis im Außen, also im Umfeld. Und das finde ich einfach so, so wertvoll in der Ja. Kombination. Ja.
Ja, man könnte vielleicht sagen, Human Design ist so das Werkzeug, was Ignoranz transformiert in Respekt füreinander. Ja. Das ist wertvoll und wichtig für die Welt, aktuell auf jeden Fall. Ja, das ist schön gesagt, ja. Das sehe ich auch so, ja. Ja, ich hoffe, dass jetzt wir hier Lust gemacht haben drauf, dass jeder da noch ein bisschen tiefer einsteigt und so mal nach und nach seinen Chart erkundet. Was wäre denn dir noch so wichtig mitzugeben, was du sagst, okay, also das ist noch so ein Anliegen, was raus muss? Versuche nicht, dir das Ganze reinzuziehen auf Druck, schnell, schnell, weil dann könnte man ja damit ein Business aufbauen oder wie auch immer, sondern nimm dir wirklich die Zeit, schau erst dich selbst an, deine eigenen Schatten, dein Nicht-Selbst, bevor du mit Menschen damit arbeitest, weil das wirklich etwas ist, das ist sehr sensibel, welche Informationen man da rauslesen kann. Und ich habe aus eigener Erfahrung, ich habe viele Fehler am Anfang gemacht, die ich dann natürlich auch korrigieren musste. Und das kann man sich ersparen, indem man sich einfach die Zeit lässt und nicht missioniert gleich am Anfang, weil man 2 Wochen jetzt irgendwie Human Design macht, sondern wirklich sich mal mindestens irgendwie ein halbes Jahr für sich Zeit nimmt und wirklich eintaucht und das experimentiert über sein eigenes Leben und spürt, was macht das mit mir? Weil sonst kann ich mich niemals in den Genießer, in den Klienten, in den Menschen, denen ich damit helfe, hineinversetzen. Und das wäre fatal, weil diese Dekonditionierung, die wir dadurch starten, die ist nicht ohne. Und da braucht es Verständnis. Ja, das stimmt. Und auch Zeit, da selber das für sich dann auch einfach die Erkenntnisse umzusetzen. Machen, ja. Das stimmt, ja. Das ist ein guter Tipp und eine gute Herangehensweise. Ja. Vielen Dank dafür. Magst du denn zum Abschluss noch erzählen, wo man dich findet, wo man vielleicht auch Kontakt aufnehmen kann mit dir? Also ich habe einen Instagram-Account, wo ich einige Sachen poste. Dann gibt es eine Buy Me a Coffee-Seite von mir, buymeacoffee.com/lernhds heißt es, glaube ich. Und da schreibe ich hin und wieder Artikel, ja, ganz spezifisch. Ich habe auch eine sehr große Human Design Facebook-Gruppe. Da kann man mich auch gerne finden oder beziehungsweise da einsteigen und mitlesen. Und ansonsten über die Links, die du wahrscheinlich zur Verfügung stellst, dann kann man mich gerne kontaktieren über die E-Mail oder so. Genau. Okay, super. Das ist sehr spannend, genau. Dann verpacken wir das unter das Video und dann kann man da gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Genau. Lieber Thales, ich danke dir für deine Zeit und für diesen Einstieg ins Human Design. Sehr gern.